Ich bin nur der Stichwortgeber. Mein Name ist Marc Beise. Ich bin Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Aber wichtiger ist, wer unser Gast ist. Ich bin jetzt selbst ein bisschen unsicher. Sind Sie Georg Schramm oder Lothar Dombrowski oder Oberst Senfleben oder der alte Sozi August? Wer sind Sie eigentlich? Herr Beise, Sie haben ja ein enormes Renommee. Sie sind ja nicht nur Wirtschaftsredakteur, sondern Leiter der Wirtschaftsredaktion, wenn ich da richtig informiert bin. Der Oberstleutnant heißt nicht Senfleben, sondern Sanftleben. Das ist das eine. Das können Sie nicht wissen, das ist nicht Ihre Abteilung. Das andere ist, ich habe, wenn Sie das Buch aufmerksam gelesen hätten, das Georg Schramm als Pseudonym erfunden, um mich in liberalen oder scheinliberalen Kreisen besser bewegen zu können. Ich habe die Erfahrung sehr früh machen müssen, dass ich als Lothar Dombrowski bei Jüngeren sich für, sagen wir mal, linksliberal haltenden Menschen wenig Anklang finde. Ich habe Ihr Buch aufmerksam gelesen und in der Tat steht ja gleich am Anfang, dass Sie dieses Pseudonym Georg Schramm benutzt haben. Im weiteren Verlauf war ich mir aber nicht sicher, ob es wirklich nur ein Pseudonym ist oder nicht eine Persönlichkeitsspaltung zwischen den verschiedenen Namen. Das hat natürlich einen enormen Reiz, dieses Schlagwort aus der Psychiatrie zu benutzen. Diesem Reiz sind Sie erlegen, das verstehe ich sehr gut. Ich möchte Ihnen aber auch etwas Positives sagen, Sie haben natürlich insofern recht, dass mir dieser Wechsel von Personen die Möglichkeit gibt, Menschen etwas nahe zu bringen, das Sie mir als Dombrowski gar nicht abnehmen würden. Ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir sagen, dass ich auch mal recht habe und würde Sie bitten, dass Sie auch im weiteren Verlauf des Gesprächs sozusagen ab und an eine gewisse Sympathie erkennen lassen. Das macht es mir einfach leichter. Ich bin ja aus Werbegründen hier, sehen Sie nicht? Also ich bin vom Verlag verpflichtet, größtmögliches Entgegenkommen zu sein. Also da können Sie ganz sicher sein. Ja. Probieren wir es nochmal mit dem Oberst Senf. Jetzt haben Sie mich verunsichert. Senf. Nein. Sehen Sie, ich habe ja diesen Namen nicht willkürlich gewählt. Nicht Sanftleben ist ein kleines Wortspiel, nicht? Ja. Also ein kleiner intellektueller Kontrapunkt zur militärischen Laufbahn, nicht? Das merkt man nicht auf Anhieb. Das. Gut, und Georg Schramm, um den letzten sozusagen auszusortieren in unserer Reihe, da sag ich jetzt mal was zu. Der Georg Schramm, wie er in den Biografien steht, in den Biografienwerken, wo wichtige Menschen, Sie sind ein wichtiger Mensch, dargestellt werden in Ihrer Biografie, ist in Bad Homburg geboren, hier in der Gegend, hat studiert Psychologie, ist Diplompsychologe, war auch bei der Bundeswehr, da ist eine gewisse Parallele zu Sanftleben, Offizier der Reserve sogar, hat dann im bürgerlichen Beruf gearbeitet als Diplompsychologe in einer neurologischen Klinik, Reha-Klinik, 12 Jahre lang, ehe er dem Kabarett verfallen ist und nach einigen Jahren der Bewusstseinsspaltung auch im Beruf sozusagen dann die bürgerliche Berufsexistenz ganz aufgegeben hat und seit 1988 auf der Bühne steht. 88? Ohne ein einziges Mal auf den Zettel zu gucken. Ne? Also ich sollte das ja auch sagen, wenn ich beeindruckt bin. Das haben Sie sehr schön gemacht. Ich bin ja aus München gekommen. Das ist mit der neuen ICE-Strecke gut 3 Stunden. Da kannst du schon was auswendig lernen in der Zeit. Wenn Sie diese Biografie genauer betrachten, dann merken Sie, das kann ja gar nicht stimmen. Ich habe da einfach Daten eingebaut, die einen kleinen Symbolcharakter zeigen sollen. Ich habe Georg Schramm so alt gemacht wie die Bundesrepublik. Jahrgang 49. Nicht? Die Bundesrepublik wurde 49 gegründet. Dann habe ich ihn in Bad Homburg als jungen Menschen aufwachsen lassen, weil Bad Homburg war lange Zeit die Stadt mit der höchsten Millionärsdichte Deutschlands in Relation zur Bevölkerung. Also gar kein richtiger Ort, sondern eine Ansammlung von Geld. Nicht Kaiser Wilhelm hatte seine Sommerresidenz verblichen, Spielbank nicht. Und sehr interessant eben, ich habe in die Vita von Georg Schramm eingebaut, dass er quasi mit den Kindern der Familie Quandt groß geworden ist. Und sein Schulweg kreuzte den Todesplatz von Alfred Herrhausen. Das sind doch lustige kleine Einsprengsel, nicht, wo ich dachte, das kann doch erheiternd sein. Nicht? Ja. Jetzt würde ich gerne über eine andere Phase reden. Muss man gerade gucken, was noch Spannendes in Ihrem Buch war. Ja, Bundeswehr. Ein großes Kapitel über die Bundeswehr in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass es so ein bisschen das übliche Rechtsradikalismus in der Bundeswehr. Gibt's das oder gibt's das nicht? Das andere, im Moment natürlich spannend, Afghanistan-Diskussion. Der Friedensauftrag der Bundeswehr nach außen. Steht der schöne Satz drin, habe ich mir aufgeschrieben, Sie loben die rot-grüne Koalition, also Schröder,
Fischer dafür, wie sie Deutschland reibungslos in die Gemeinschaft kriegführender Staaten zurückgeführt haben. Ja. Da waren die nicht froh drüber. Ein historischer Verdienst. Nicht? Also wenn Sie sich vorstellen, wir wären auf dem Balkan einmarschiert mit einem Führungsduo Stoiber, Schönbohm, Innenminister Koch, da wäre die Bundeswehr auf dem Balkan gar nicht angekommen. Die wäre an der Heimatfront im Slawenkampf stecken geblieben. Nicht? Das habe ich auch so beschrieben. Das ist in der Tat so. Rückblickend muss man das sagen. Nicht? Rückblickend ist es ja auch so, dass Agenda 2010 nur von einer sozialdemokratischen Riege durchgedrückt werden konnte, weil sonst die Unruhe im Volk zu groß gewesen wäre. Nicht? Und in diesem Krieg, um nochmal auf den Balkankrieg zurückzukommen, es ist für Grüne nachvollziehbar, und hier bitte ich um Verständnis für die Grünen, nicht? Es ist eine Lebenslüge von Pazifisten zerbrochen auf dem Balkan. Sie haben festgestellt, und wir alle auch, nur die anderen hat es nicht gestört, dass der Kalte Krieg die friedfertigste Zeit unseres Lebens gewesen ist. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und wir erleben, dass wir in einem Kriegszustand sind, der Alltag wird, und Herr, wenn mich nicht alles täuscht, sind Herr Schäuble und Herr Jung gerade dabei, den Krieg, den permanenten Krieg auch ins eigene Land zu holen, und zwar per Definition. Wobei ich Herrn Jung da in Schutz nehmen möchte, Herr Schäuble weiß, was er sagt, aber ich denke, Herr Jung handelt aus einem permanenten geistigen Notsituation heraus. Sie sind aber durchaus glaubwürdig, weil Sie sozusagen auch auf die Sie nähernde Hand einprügeln, nämlich das öffentlich-rechtliche System. Es gibt auch ein sehr schönes Kapitel, in dem Sie sich mit der Verlogenheit oder Stromlinienförmigkeit bestimmter Menschen, Programmdirektoren und ähnlicher Menschen im öffentlich-rechtlichen Bereich auseinandersetzen. Gibt es ein schönes Kapitel, in dem Ihr Vorbild und auch Lehrer vielleicht und oder väterlicher Freund Dieter Hildebrandt vorkommt. Wie war diese Geschichte nochmal mit der emotionalen Latrine des Pissrinne des Dieter Hildebrandt? Ja, ja, ja. Ein Satz, der Sie bieten mir an, ihn zu wiederholen. Ja. Das finde ich zauberhaft. Im Zusammenhang, bitte. Ich habe aber die Süddeutsche schon abonniert. Also das ist also der Satz fiel im Zusammenhang mit dem Abschied von Herrn Hildebrandt. Nicht? Herr Hildebrandt wollte nicht, dass ich eine Eloge auf ihn halte. Und daraufhin habe ich dann diesen aggressiven Satz geprägt, die seine Erfahrungen zusammengefasst und heute meine auch sind, dass eben bei uns die Politik gar nicht von Politikern gemacht wird, sondern hinter verschlossenen Türen. Da werden die Fäden gezogen, an denen die Kasperle hängen, die uns in Berlin in der Politkiste Theater vorspielen, und die dürfen sich dann in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten bei den Klofrauen Christiansen und Illnern dürfen sie ihre Sprechblasen entleeren, und wenn nach Verrichten der intellektuellen Notdurft noch was nachtröpfelt, dann können sie noch bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne und das Volk mischen. Dieser Satz